Hallo und herzlich willkommen zur ersten Punktevergabe des Camper Cups. Damit die Übersicht nicht zu verwirrend wird, gehen wir Schritt für Schritt den Aufbau durch. In den nächsten Punktevergaben gehe ich übrigens nicht mehr auf diesen visuellen Aufbau ein, also hört gut zu und passt auf. Oben könnt ihr die Helden der Teilnehmer sehen. Und wie ihr jetzt vielleicht auch gerade gemerkt habt, haben wir jetzt einen achten Teilnehmer im Turnier. Vater Goldkralle geht mit dem Helden Osman in den Camper Cup. In jedem Teil seht ihr eine Aufgabe. Am Schluss dann die entsprechende Summe der Runde. Da Will of Thor und ich keine Teilnehmer des Turniers sind, trenne ich uns mal vom Rest. Da zum Zeitpunkt des Beitritts von Vater Goldkralle bereits Videos von Runde 1 veröffentlicht wurden, erhält er für die erste Runde keine Punkte. In den Punktezusammenfassungen gehen wir immer Aufgabe für Aufgabe durch. Wir fangen mit den wenigsten Punkten einer Aufgabe an und gehen dann bis zum ersten Platz dieser Aufgabe und vergeben die Punkte. Normale Punkte werden grün markiert und der Beste einer jeweiligen Aufgabe Gold. Wer keine Punkte kriegt, wird rot markiert. In der Summe jedoch werden die zwei Letztplatzierten rot markiert und nicht nur die mit keinen Punkten. Aufgabe 1. Gewinne die Mission so schnell wie möglich. Auf Platz 5 ist Marcel mit einer Zeit von 38:48 und erhält dafür einen Punkt. Auf Platz 4 ist Plaru mit einer Zeit von 28 Minuten und erhält dafür 2 Punkte. Auf Platz 3 ist 13 mit einer Zeit von 26:43 und erhält dafür 3 Punkte. Auf Platz 2 ist Shockwave mit einer Zeit von 12:52 und dafür erhält er 4 Punkte. Und auf dem ersten Platz haben wir Bloody Dragon mit einer Zeit von 7:29 und dafür gibt's 5 Punkte. Dementsprechend erhalten Link und Ice Derby für diese Aufgabe leider 0 Punkte. Will of Thor hatte eine Zeit von 47:38 und ich eine Zeit von 6:53 erreicht. Da wir in diesem Turnier keine Punkte kriegen, ein Vergleich aber trotzdem interessant ist, werden unsere eigentlichen Punkte als kleine weiße Zahl unter den richtigen Punkten angezeigt. Alle anderen Teilnehmer erhalten ebenfalls eine solche Zahl. Diese Punkte zeigen jedoch den Punktestand an, den die Spieler erhalten hätten, wenn Will of Thor und ich ebenfalls im Turnier Teilnehmer wären. Aufgabe 2. Gewinne die Mission mit so wenig Verlusten wie möglich. Bloody Dragon erhält mit einem einzigen Verlust leider nur einen Punkt. Shockwave, 13, Link und Plaru haben jeweils mit 0 Verlusten den ersten Platz gekriegt und erhalten dafür 5 Punkte. Ice Derby und Marcel gehen leider mit 0 Punkten leer aus. Will of Thor hat mit 22 Verlusten leider auch zu viel und würde keine Punkte kriegen. Mit meinen 0 Verlusten hätte ich übrigens den letzten Punkt von Bloody Dragon auch noch weggenommen. Ansonsten wäre ich selbst mit 5 Punkten rausgegangen. Aufgabe 3. Nutze als militärische Einheit nur den Plänkler. Erstmal zeige ich euch alle Spieler, die ohne Plänkler gespielt haben, also auch 0 Punkte kriegen. Alle anderen haben die Runde ausschließlich mit Plänkler abgeschlossen und kriegen dafür 3 Punkte. Und damit haben wir einen Sieger in Runde 1, und zwar 13, mit 11 Punkten. Immer wenn wir die Punktevergabe einer Runde abgeschlossen haben, kommen wir zur Punkteübersicht vom ganzen Turnier. Die Tabelle sieht davon gerade eben sehr ähnlich und ist auch nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Links seht ihr jetzt nicht mehr die einzelnen Aufgaben, sondern die 10 Runden. Auch hier trenne ich Will of Thor und mich wieder vom Rest. Es wird nur die Endpunktezahl der jeweiligen Runde angezeigt. Beim Summenzeichen wird die Summe des jeweiligen Blocks angezeigt. Du weißt jetzt nicht genau, wofür dieser Block ist? Dann schau dir bitte nochmal Folge 1 an. Auch hier haben Will of Thor und ich keine Punkte. Daher wird unser Vergleichswert wieder als kleine weiße Zahl unter den richtigen Punkten angezeigt. Die Gesamtpunktezahl des gesamten Turniers und nicht nur der einzelnen Blöcke seht ihr über den Heldenbildern. Hier steht keine weiße Zahl, da später noch eine andere Information zukommt. Für jetzt reicht's aber. Und damit Glückwunsch an 13 für den Sieg zur Runde 1 mit 11 von 13 möglichen Punkten. Runde 2. Attila der Hunne, der Niedergang Roms. Aufgabe 1. Überlebe so lange wie möglich im markierten Bereich. Der markierte Bereich wird durch die gegnerischen Mauern begrenzt. Außerdem sind zusätzliche Grenzen, wie in den Bildern zu sehen, einzuhalten. Häfen sind bis auf den nördlichen See verboten. Das Angreifen der gegnerischen Städte ist ebenfalls verboten. Nur die Weltwunder dürfen mit Trieböcken vom markierten Bereich aus zerstört werden. Wann ein Weltwunder getriggert wird, das erzähle ich euch später in den Hinweisen. Werden beim Angriff auf ein Weltwunder andere Gebäude zerstört, so wird jedes Gebäude mit 3 Minuten Abzug geahndet. Gebäude wie Kasernen, Schießanlagen, Ställe, Belagerungswerkstätten, Burgen, Universitäten, Marktplätze, Dorfzentren oder Schmieden geben 5 Minuten Abzug. Ein Angriff auf eine gegnerische Stadt ohne die Intention des Weltwunders zu zerstören, wird mit 30 Minuten Abzug geahndet. Mehrfaches Angreifen gegnerischer Städte ohne die Intention, die Weltwunder zu zerstören, führt zum Verlieren dieser Aufgabe, also 0 Punkten. Das absichtliche Betreten des Sperrbereichs wird mit 5 Minuten Abzug geahndet. Wer jedoch versehentlich in den Sperrbereich reinläuft, beispielsweise durch einen Speer oder zur Verteidigung, der kriegt dafür keinen Abzug. Sowas ist nicht schlimm. Wird aus dem Sperrbereich heraus angegriffen, gibt es 30 Minuten Abzug. Da das Weltwunder von Verona im Sperrbereich liegt, ist ein Weltwundersieg von Verona unvermeidbar und führt somit zum Abschluss dieser Aufgabe. Für die maximale Überlebenszeit oder auch andere Informationen zu den Weltwundern
Warte bitte bis später zu den Hinweisen. Der Spieler mit der besten Zeit erhält 14 Punkte. Der Zweitplatzierte 12 Punkte, der Drittplatzierte 10 Punkte, der Viertplatzierte 8 Punkte, der Fünftplatzierte 6 Punkte, der Sechstplatzierte 4 Punkte und der Siebtplatzierte 2 Punkte. Der Letzte erhält 0 Punkte. Aufgabe 2. Für jede 800 abgebaute Gold oder 1000 Steine werden 5 Minuten abgezogen. Es wird immer aufgerundet. 1 Gold oder 801 Gold zählen beispielsweise schon als 5 Minuten Abzug. Alle Vorkommen werden dabei vollständig addiert, egal wie weit sie abgebaut sind. Im Südwesten gibt es insgesamt 18 Goldvorkommen, also 14.400 Gold. Im Nordosten gibt es insgesamt 17 Steinvorkommen, also 5.950 Stein. Maximal kann man also 90 Minuten durch Gold und 30 Minuten durch Stein verlieren. Baut man jetzt alle Gold- und Steinvorkommen ab, verliert man dementsprechend 120 Minuten. Wenn jemand die bestmögliche Zeit erreicht, halbiert sich diese Zeit. Es sind also nur noch maximal 60 Minuten möglich. Aufgabe 3. Baue keinen Marktplatz. Wer die Aufgabe 3 erfüllt, erhält automatisch auch 3 Punkte, unabhängig davon, wie viele es geschafft haben. Kommen wir zu generellen Hinweisen und wie man die beste Zeit erreichen kann. Denn hier muss man ganz stark aufpassen, wie und wann man welches Weltwunder triggert. Pardua, also Lila, baut sein Weltwunder bei bereits 45 Sekunden nach dem Start der Mission. Aquilea, also Rot, baut sein Weltwunder, nachdem der Spieler Pardua, also Lila, zu nahe kommt oder angreift. Mediolanum, Grün, baut sein Weltwunder 30 Minuten nach dem Start der Mission. Und Verona, Orange, baut sein Weltwunder, nachdem der Spieler Mediolanum, Grün, zu nahe gekommen ist oder ihn angegriffen hat. Pardua, Lila, schließt den Bau seines Weltwunders ungefähr gegen Minute 14 ab. Mediolanum, Grün, schließt den Bau seines Weltwunders ungefähr gegen 38,40 ab. Ein Jahr vom Weltwunder-Countdown betragen 5 Sekunden Ingame-Zeit, also ungefähr 29 Minuten, bis ein Weltwundersieg eintritt. Pardua, Lila, gewinnt also mit dem Weltwundersieg nach 43 Minuten und Mediolanum, Grün, ungefähr nach 1 Stunde 7 Minuten und 40 Sekunden. Die bestmögliche Überlebenszeit erhält man nur, wenn man warte, bis Mediolanum bei der Minute 30 sein Weltwunder baut, es auf 60 Jahre runterticken lässt und es erst danach angreift. Somit wird Verona, Orange, so weit wie möglich hinausgezögert und kann sein Weltwunder wahrscheinlich erst gegen ungefähr 1 Stunde und 11 Minuten abschließen. Folglich also auch sein Weltwundersieg erst bei 1 Stunde und 40 Minuten erreichen. Natürlich sind all diese Zeiten nur eine ungefähre Angabe und es kann hier und da natürlich zu Abweichungen kommen, ist aber ein grober Richtwert, um den Spielern zu helfen. Wer Mediolanum, also Grün, zu früh zu nahe kommt, triggert automatisch das Weltwunder von Verona Orange zu früh und es gilt die ganze normale Spielzeit und nicht das perfekte Ergebnis. Die Regelung ist ungefähr vergleichbar mit den Nullverlusten von Runde 1. Wer das bestmögliche Ergebnis hat und auch keine Strafzeit erhält, kriegt die maximalen Punkte. Ansonsten gilt die ganz normale Reihenfolge der besten Zeiten inklusive Strafzeit. Viel Spaß bei Runde 2!